So. Wie ist denn das? Mussten wir da auch bis zu einem bestimmten Punkt spielen, bis wir uns beitreten konnten? Nicht, dass ich wüsste, ne. Okay, gucken wir mal. So, ich fange ein neues Spiel an auf schwer. Ja. Boah. Ach so, wegen Munition kaufen? Ich weiß nicht, ob das dort auch so Ja, ist. ich meine, ich weiß nicht. Na, wir machen erstmal auf schwer, ich kann es ja immer noch umstellen. Okay. Weil du jetzt so Gunman bist. Wäre blöd, wenn es keine Muni zu kaufen gibt. Hallo Leute und herzlich willkommen. Wir sind in Dying Light The Following. Cutscene. Zwing mich nicht. Du sagtest, er hat was gefaselt von Magie und was war das? Domestizierte Zombies? Er erzählte was von einer Gruppe Leute, die sich nicht infizieren, selbst wenn sie gebissen werden. Ja, im Delirium erzählt man viel. Er hatte diese Karte in der Hand, als wir ihn hierher gebracht haben. Oh, das sieht aus wie... Ein Fluchtweg aus Harran. Uns geht das Antizin aus. Wir müssen jeder Möglichkeit nachgehen. Wir können nicht mehr warten, Crane. Ihr versteht das nicht. Die Mutter. Seine Mutter? Er hat War was von das? seiner Mutter gesagt. Okay. Ich hab mein Game gesoft-locked. Gewas? Gesoft-locked. Was heißt denn das? Ich hab's für mich selbst gesperrt. Ich habe ein Dings aufgehoben und habe ein anderes Teil aufgehoben und das hat die Animation abgebrochen und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Konnte nicht mehr spielen. Und geht's wieder? Ja, ich habe jetzt noch kurz das Spielstand beendet. Passt schon. Hast du The Following schon angefangen? Nee. Also. Aber Code Vein hat jetzt auch ein DLC. Chaos Dragon. Wie, wann kommt das raus? Ist gerade vorgestern rausgekommen oder gestern, weiß ich nicht mehr genau. Kam mir aus dem Nichts, einfach da. Es hat Chaos Dragon geschrieben, wann kommt das raus, aber was? Das von, meint er, ist das von Code Vein oder? Ich weiß es nicht. Weil wo wir gerade geredet haben, haben wir eigentlich noch gar nicht davon geredet. Ich weiß es nicht. Falls du jetzt The Following meinst, dann gebe ich dir darauf keine Antwort. So, also Leute, wir sehen es in Dying Light, The Following, das ist das Story-DLC zu Dying Light, wer es vielleicht noch nie kennt, kann ja sein. Also, wir werden hier eine brandneue Story, eine brandneue Map und neue Quests, Abenteuer und so weiter erleben. Ja. Nö. So, warte mal, kannst du mir hier schon beitreten? Ja, ja, ich glaube, du kannst. Unterwegs. Geil. Geiler Shit. Chaos Dragon, schreib noch, was du meintest mit was wann rauskommt. Ach, was ist denn jetzt los, Alter? Kaum streame ich, wird mir geschrieben. Unglaublich, den ganzen Tag habe ich Zeit, da passiert nichts. Es ist wieder so typisch. Ich normal. Hier ist nichts mehr normal, ey. I'm still waiting for you. Ja, ich bin noch im Ladebildschirm for you. For me. Yay. Hello. Hey. Wo bist du denn durchgekommen? Durch die Gitterstäbe? Na, ich komm schon von The Following erst. Genau. Ich bin hier draus gebacken worden. Also so real life so, stehe ich hier so rum, auf einmal erscheint einfach jemand.
Erstes Mal voll verschwitzen, zweites Mal ultra laut. Jawohl. Geil. Lied. Die Musik wieder, Alter. Oh ja. Damals bei The Following, wo ich das angefangen habe, ne? Dachte ich damals noch, ach, das ist bestimmt so ein Mini-Story-DLC, weißt du, man kennt's aus Far Cry oder so, weißt du? Mhm. Dachte ich noch, ach, eine Straßenrunde machst hier und dort 2-3 Quests, das war's. Hm, ja, Mann. Lena, aber sowas, hörst du mich? Wo ich dann hier stand, dachte ich, hä? Verdammt. What? Die Verbindung ist schlecht. Hör zu, dein einäugiger Patient hat nicht halluziniert. Es gibt einen Ausweg. Vielleicht stimmt auch das, was er über die sagte, die sich nicht verwandeln. Kannst du ihn fragen, wo ich nachsehen soll? Er ist heute Morgen gestorben, Kyle. Wow. Das Fieber. Ich fürchte, du bist auf dich allein gestellt. Lena? Lena! Gott, scheiß Berge. Na, schieb's auf die schönen Berge. Kyle ist geil. Er hätte nur R1 halten müssen. Wie Stadtkinder in der Wildernis, Alter, können nicht ohne Internet leben. Also wie du ohne Wurfwaffen leben kannst. Das ist echt so. Aber ich könnte ohne Internet leben. Aha. Also jetzt nie hier, aber ich meine, wenn ich jetzt woanders wäre. Oha. Das ist so hoch. Oh Gott. Können wir von hier ins Wasser springen? Oh cool. Ich will da. Alter, dort oben will ich mein Haus haben. Dort links? Mein Haus? Dort rechts kommt mein Garten hin? Ist nur scheiße, wenn mal Hochwasser ist. Spült's mein Haus dort oben runter. Was? Bau dir Stelzen. Stimmt. Stelzenhaus, Alter, ja, Mann. Okay, springen wir? Ja, bleiben wir oben. Oh, ja, Mann. Hast du da. Ey! Er springt einfach, er hat sich umgebracht! Yeah! Oha, Alter, wie close. Oh, mein Nase ist wieder scheiße, fuck. Wie close ich gerade gewesen bin. Mal, ey. Wow. Weil Streamern geht, deine Leute schreiben dich an, rufen dich an, nerven dich. Weil Streamern geht, meine Nase stirbt. Tja. Wir dürfen halt nie in Ruhe streamen. Anscheinend, Jesus Christ. Es ist verspottet, in Ruhe streamen zu können. Ich öffne mal mein Fenster und lasse hinein die Gespenster. Yeah. Alter, jedes Mal, wenn ich dieses Headset aufhabe, wird mir erstmal übelst heiß. Yeet. Gibt's hier noch keine Zombies? Noch nicht. Wir müssen aber, glaube ich, Pau haben. Du und dein Scheißmobber, ne? Oh. Flammenstecher. Das klingt irgendwie sexuell. Nicht wirklich. Weißt du, was es heute bei mir zum Abendbrot gibt? Nee. Abfalltopf. So nenne ich das immer.
Ich hau Haufen Gemüse, einfach in Wasser, koch das und dann ist Abfalltopf. Auch wenn du dich abrollst, das bei mir hört sich das jedes Mal noch so in die Beine presst. Lol. Wie oft Crane sich schon die Beine gebrochen hat. Echt? Das sieht bewohnt aus. Mehr oder weniger. Weniger oder mehr. Was willst du? Mit jemandem reden, der hier was zu sagen hat. Ich komme aus Harran. Tatsache, bist du ein Schmuggler? Arbeitest du für diesen Betrüger? Ich bin kein Schmuggler. Ich brauche Hilfe. Frag nach Yazir. Aber ich warne dich. Wenn du klaust, schneiden wir dir die Hände ab. Echt? Ja, brauche ich eh nicht. Benutze meine Füße zum Klauen. What the fuck? Bei mir setzt er sich hin, auf einmal rutscht er auf mich zu und steht wieder. Das war gar nicht creepy. Entschuldigung. Ich weiß nichts. Können Sie mir dann vielleicht sagen, wer etwas wissen könnte? Gehen Sie in die Scheune und fragen Sie nach Yazir. Mhm. Danke, Fragezeichen. Hey. Gesegnet sei die Mutter. Was? Hören Sie, ich bräuchte ein paar Infos. Aber nicht von mir. Sprechen Sie mit Yazir. Okay. Wo finde ich den? Wenigstens sind die sich alle in der Scheune. Ja. Die wissen alle, wer der Einzige ist, der noch klar denkt. Hallo? Willst du uns was sagen? Warte, ich glaube, der hier hinten sagt uns noch was hier im Beet. Die Alte da. Entschuldigung. Bitte, wir sprechen nicht mit Fremden. Ach. Okay, gut. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Crane verwandelt sich schon. Ja, Mann. Maus? Ah. Erstmal klauen. Klauen dürfen wir erst, wenn wir hier dazugehören. Im Wohnwagen? Ja. Kahn. Ja. Hallo? Wollen Sie was? Nein. Haben Sie hier das Sagen? Ich brauche Hilfe. Sprechen Sie mit ihr. Mit wem? Sag mal. Sprechen Sie mit ihr. Ja, wo ist der Spack? Können wir nicht darüber reden? Nein, Ende der Diskussion. Hallo. Wie du willst. Eski? Reden wir erst mit Eski, oder? Eski! Reden wir erst mit Essig? Oh, wir können nicht mit Essig reden. Frau Essig? Ah, doch. Ah, ja? Entschuldigung. Nicht jetzt, bitte! Okay. Nimm dir ein bisschen Brot, mein Freund, und kehre nach Harran zurück. Genau. What do you mean genau? Machen wir das doch. Na ja. Was machst du denn? Essen oder was? Ja, Marcel, nicht jetzt, bitte! nur für diesen Witz wollte ich jetzt hier stehen. Ich wollte nicht stören, aber ich suche nach Yazir. Das bin ich. Aber wir haben nur Brot, falls du etwas zu essen willst. Nein, nein, ich will nichts zu essen. Ich bin aus Harran hergekommen, weil ich gehört habe, dass die Leute hier immun gegen den Virus sind. Dass sie sich nicht verwandeln, auch wenn sie gebissen werden. Ach ja? Und wer hat dir das gesagt? Ein Mann, der leider inzwischen tot ist. Dann hör ihm lieber weiter zu.
Von mir wirst du auch nicht mehr erfahren. Verdammte Scheiße, warum hilft mir hier keiner? Der Virus frisst sich durch die Stadt. Menschen sterben. Und trotzdem lebst du noch. Nimm dir etwas Brot, mein Freund, und kehre nach Harran zurück. Hier bist du nicht willkommen. Du kanntest den Text, doch, das du wusste ich nicht. Ich sagte doch, dass du gehen sollst. Nö, bleiben wir jetzt hier stehen, bis du uns sagst, was abgeht. Genau. Müssen wir echt mal so machen, 2 Wochen so hier stehen. Video heißt dann so Dying Light the Following, aber bleiben wir jetzt hier stehen, bis uns erzählt, was abgeht. Was heißt stehen? Standing Simulator? Was für eine beschissene Einöde. Hey, du da, komm mal her. Kahn. Ach, komm schon. So schnell hat er jetzt ausgepackt. Und keine Panik, ich bin auch nicht wie die anderen Beklopften. Ich verkaufe mehr als eine dröge Squad. Ja genau, ich meine euch, ihr Spinner. Dann gehörst du nicht zu denen? Warum jagen sie dich nicht davon? Weil ich mehr zu verkaufen habe als nur dröges Brot. Ich heiße übrigens Karl. Ist schon wieder langweilig, weil du alles nachsprichst? Hey, du kommst aus Harran, oder? Ich bin die Dialoge, aber geil. Du meinst den Einäugigen? Ich kenne mich in The Following besser aus als im Base Game. Ah, bei mir ist es leider andersrum. Er hat's nicht geschafft. Passt doch. Das passt wirklich. Das ist sehr schade. Aber keine Riesenüberraschung. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ach, war die Suppe gut. Kurt behauptete nämlich, die Leute hier seien immun gegen den Virus. Weißt du was darüber? Jetzt, wo du es sagst, wüsste ich nicht, dass sich einer der Einheimischen hier verwandelt hätte. Diese Spacken sind in so einem abgefuckten Kult. Ihre Anführerin Spacken. Nancy. Früher war dieser Kult nur eine harmlose Tradition. Sie haben ihn nicht allzu ernst genommen. Aber seit dem Ausbruch meinen sie es verdammt ernst damit. Überall kritzeln sie Symbole hin. Und diese komischen Rituale. Ich glaube, sie beten sie an. Okay, aber warum verwandeln sie sich nicht? Sind sie alle auf Antizin oder was? Hör mal, ich bin ja Unternehmer und könnte noch Hilfe gebrauchen. Wie wär's denn, wenn du bei mir einsteigst, als Partner? Nope. Willst du was kaufen? Nope. Freaks. Partner, wie soll das gehen? Naja, du willst Infos und da gehört nicht mehr runter und weit, bräuchte ich einen Fahrer mit etwas Grips. Ich könnte dir was zeigen, das dich weiterbringt, aber zuerst brauchen wir einen fahrbaren Untersatz. Ein Fahrzeug? Hier draußen? Wo soll ich das denn herzaubern? Du könntest dich mal bei der nächstgelegenen Farm umsehen. Und hey, nicht allzu auffällig, okay? Ach ja. Hast du die Karre, von der ich dir erzählt habe? Vor allem so schnell. Die haben wir immer dabei im Rucksack. Ja, hab's. Hier wäre jetzt wieder sonst noch jemand Kampfrennen zu zunächst gelegen. Okay, ist weg. Okay, ist weg. Alter, sind da viele Spacken. Oha, Alter, die Spacken hier voll rum. Achso. The fuck? Wenigstens sehen die Zombies hier mal anders aus. Der hat eine Jacke an. Kommst du, oder? Was mich immer wundert, dass es nicht mal komplett nackte Zombies gibt. Was viel realistischer wäre. Ich hab meine Nase gehabt. Penis abschneiden wäre zu viel. Kopf ist ja noch harmlos, aber Penis? Was bist du für einen? Oh, hab ich ganz vergessen. Besorg dir eine Waffe, weil du noch keine hast. Die Farm ist dein Banditenaußenposten. Wie bitte? Diese Info hast du vergessen? Naja, erschien mir in dem Moment nicht so wichtig. Die sind einfach nur lästig wie Flöhe. Keine Plan, keine Eier, kein Sinn fürs Geschäftliche. Das fängt ja gut an. Na, mach nicht so ein Drama draus. Du wirst schon mit denen fertig. Ich für meinen Teil muss mich jetzt um ein paar Kunden kümmern. Sag Bescheid, wenn du eine Karre hast. Hab eine Karre.
Mann. Warte mal, hier gab's irgendwas. Ein toter. Totes Vogel. Ein totes Vogel. Okay, dann doch, ne. Oh, andere Kisten mal, Alter. Geil, ja, die sehen hier viel geiler aus. Ja, Mann. Frag mich zwar trotzdem, wer überall so eine Kisten hinstellt, aber... Dietrich! Dietrich Farm geht weiter. Hilfe! Abs. Scheiße! Ich bin alles ein bisschen... Gut. Ah! Könnt ihr mir bitte alles gut. Gefallen tun, relax. Mit mir anlegen, bitte? Was machen wir jetzt? Wenn du rüber zu mir in die Farm kommen kannst, können wir erstmal looten. Der Typ hier gerade neben mir. Ich hab so Bock, jemanden abzuknallen. Ja. Digga. Die anderen so. Ich hab so Hunger. Warum essen die nicht Menschenfleisch? Wenn das gefickt, das ist abgefuckt. Das ist pervers. Aber es gibt auch Leute, die verfüttern Hühnchen an Hühner. Ja. Ist das nicht abgefuckt? Ja doch. Wer hat gesagt, dass es nicht abgefuckt ist? Keiner. Eben. Ist hier drüben auch Sachen? Mhm. Was machen Sachen? Die Musik ist auch mal anders. Ich habe extra den Sperrenschrank hier noch nicht aufgemacht, um mal zu faul. Bin hier der Schlossknacker vom Dienst oder was? Samttasche. König. What? Ich sag mal ein König, Alter. Okay. Ich muss einen Weg finden, hier zu verschwinden. Ich muss einfach. Mann, hab ich einen Hook. Easy, Alter. Scheiße. So leicht kommst du mir nicht davon. Direkt Kopf ab. Richtiger Depp. Wer ich? Der Typ. So. Vor allem, als hätte der mich nie sehen können. Ja. Und vor allem, nochmal, vor allem, warum hat der eine Gasmaske auf? Das hilft in der Apokalypse auch nicht. Draußen. Na gut. Meinst du, es stinkt so schlimm? Mhm. Ist richtig stinky hier draußen. Riechst du es auch? Boah. Hast du gerochen, deswegen hast du genießt. Alter. Wir looten, looten, looten im Sauseschritt. Ich bin kurz ins Auto eingestiegen, die Musik ist komplett anders und dann hört sie wieder auf, als sie ausgestiegen. Alter, die ganzen Kisten. Krasses Game. So viel Müll, Alter. Yo, Digga. Alter. Was geht, Mann? Wow. Und ich mach eine Kiste auf und die ist leer. Das Game, gell? Irgendwann ist eine Autoteilkiste. Oh, bei mir ist da was drin, wo die bei dir leer war. Wow. Oh, hier ist ein Mod. Ich hab einen Mod gefunden. Ja, warte. Wie heißt der? Röstwette? Auf den orangenen Kisten.
Röstwelle. Ach, Welle, ich hab Wette gelesen. Analphabet. Ha, diesmal war ein Kabel drin. Gefuckt. Gib mir das. Hä, bei mir ist nichts drin diesmal. Jawohl. Gib's mir. Was? Nix. Okay. Okay. Wollen wir noch ins Haus? Okay. Oh mein Gott. So verwirrend. Viereck gedrückt halten zum Einsteigen, Dreieck gedrückt halten zum Aussteigen. Why? Tür geht leider nicht auf geradeaus. Trotzdem. Könnte man das nicht als Sicherheitszone? Ach stimmt. Ja, später. Deswegen, vielleicht gibt's hier gar nichts. Ja, ich glaube, hier gibt's nichts. Warte, lass doch mal kurz in die Farm hier reingehen und oben gucken. Ja, guck du da, ich guck mal das Haus durch, dass hier nicht irgendwo Mod oder so liegt. Ja. Mein Gott, eher unwahrscheinlich, weil wir einen hier gefunden haben. Ja. Sicher ist sicher. Ja. Ne, hier oben scheint nichts zu sein. Okay, na, hier im Haus auch nicht. Oder Zombie-Figuren, gab's die auch hier? Renntrophäen. Kleine Autostatuen. Ach ja, stimmt. Stimmt! Ja! What? Ich hab mich nur gefreut, das brauchte ich nicht zu beunruhigen. Kann man jetzt zu zweit in einem Auto sitzen? Ja, klar, konnte man schon immer. Ach, wir haben auch zwei Autos, lol. Ja, das hinten ist meins. Aber okay. Du kannst hier hinten dann auch hier einsteigen. Ja, so weil meins natürlich verrostet ist. Na, ich habe einen Paintjob drauf gemacht. Ich hatte irgendwie einen. Achso, dann wollte ich gucken, ob ich auch einen habe. Ah, denselben habe ich. Ja. Okay. Einfach nicht 200 HP, wenn ich einsteige. The fuck? Jedes Mal? Ne, gerade einfach nur. Wie verlasse ich denn den wieder? Dreieck. Okay, Khan, ich habe einen Wagen. Khan, bist du da? Khan! Mein Gott, da wird man nicht schnell. What the fuck? Ah, sie beim Autoscooter. Wir können jetzt Autorennen fahren. Waren wir jemals zusammen in The Following? Ich glaube nicht. Doch. Ja. Ja, yeah, ich gewinne. Weil ich falsch abgebogen bin. Ja, trotzdem Zeit am Rein. What the fuck? Achso, der schärft seine Sense. So schärft man Sensen aber nicht. Nee. Schärft die Oberseite von der Sense, nicht die Klinge. Wir reden nicht mit Fremden. Okay. Ich kann auch verstehen, warum. Wir reden nicht mit Fremden. Ja. Die nennen dich nicht rein zufällig Vollidiot, wenn sie vorbeikommen, oder? Nein, ich guck mal. Okay. Okay, reden wir mit Ezek. Hallo. Suchst du Khan? Der ist weg.
Schätze, sie haben ihn endlich gebeten, zu verschwinden. Gebeten haben sie ihn? Wie denn? Mit vorgehaltener Waffe? Und wer sind Sie? Sie haben endlich getan, was mein Vater schon längst hätte tun sollen. Und ganz plötzlich ist hier Frieden eingekehrt. Komisch, oder? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wieso auch? Du bist aus denselben Gründen hier wie er. Aus denselben Gründen, warum die Banditen uns nicht in Ruhe lassen. Und dir sollen wir trauen? Was muss ich tun, um dich zu überzeugen? Mich musst du nicht überzeugen. Mir ist das Schnurz. Den anderen könntest du zeigen, dass du auch geben willst, nicht nur nehmen. Ich heiße übrigens Esgi. Kyle, Esgi, kannst du mir wenigstens ein paar Tipps geben? Was braucht ihr hier? Könnte ich. Dann wärst du mir allerdings einen Gefallen schuldig. Vergiss das nicht. Geht klar. Seit einer Weile ist das Grundwasser verschmutzt. Stell dir mal vor, wenn du unsere Wasserversorgung wieder in Ordnung brächtest. Man kriegt das also irgendwie hin? Richtig. Aber dafür musst du ins Territorium der Banditen. Es gab schon einige Freiwillige, aber keiner von denen ist zurückgekehrt. Ich würde es also nicht empfehlen, wenn du nicht gerade lebensmüde bist. Wenn doch, folge einfach der Pipeline. Sind wir lebensmüde? Danke für den Tipp, Esgi. Aber als du sagtest, sie haben ihn gebeten zu verschwinden, meintest du doch nicht die Leute, die hier leben, oder? Nein, die Leute hier tun nichts. Sie sind Khan monatelang nicht losgeworden. Warum sollten sie es jetzt schaffen? Du weichst meiner Frage immer noch aus. Weil ich immer noch nicht weiß, ob du eine Antwort verdienst. Aber ist es nicht ein ganz kleines bisschen grausam, jemanden zu vertreiben, nur weil er etwas derb ist? Kann sein. Aber uns trennt nur eine dünne Mauer von Horden von Banditen, Zombies und weiß Gott noch was. Ein Mann mit großer Klappe könnte reichen, um hier alles den Bach runtergehen zu lassen. Und du findest das okay? Wenn er da draußen keinen Schutz findet, ist er ein toter Mann. Oh, ich bitte dich. Du kommst aus der Stadt und solltest Typen wie Khan kennen. Die schlagen sich immer irgendwie durch. Er würde auch mit einer Leiche schachern, wenn er sich dadurch bessere Chancen ausrechnet. That's fucked up. Es hat wohl keinen Sinn, dich zu fragen, worum es in dem Streit mit deinem Vater ging. Genau. Komplett sinnlos. Und trotzdem bist du die Einzige hier, die mit mir spricht. Naja, ich kann die anderen irgendwie verstehen. Aber ich muss ja ihre Methoden nicht unbedingt gutheißen, oder? Dann wäre es euch lieber, wenn ich wieder verschwinden würde? Also, nein. Die Leute hier sind es einfach gewohnt, dass sich jemand um sie kümmert. Dank der Mutter und ihrer Diener. Diener? Hilf den Leuten einfach, okay? Mach etwas Spektakuläres. Dann wirst du sehen, was dabei herauskommt. Also alles wie immer. Ziemlich. So, ich habe mir was zu essen geholt. Ich dachte, hier wäre mal irgendwann eine Statue gewesen, so eine Autofigur. Vielleicht nee. Einem anderen Anhänger, aber... Bei Sarah. What? Ist das so eine Toilette, Alter? Das sieht aus wie ein Polster. Eine gepolsterte Toilette. Ein Arschpolster, Alter. Das heulst hier nur rum. Und so der. Wir reden nicht mit Fremden. Sehr gut. Wait. Kugeltalisman. Was ist denn das? Kannst du an deinem Auto anhängen. Achso, das Ding, das setzt dein Auto zurück und verschwendet ein bisschen Benzin. Anpassen. Machen wir dann unterschiedliche Paintjobs, wenn wir noch einen haben? Klar. Einsteigen. Auftanken. Ach stimmt, willst du ein bisschen Benzin haben? Ich hab doch damals mitgenommen. Ich hab Haufen Benzin. Nee, ich hab. Ja? Ich hab nicht viel, aber ich hab. Und wenn du jetzt gerade dein Benzin verschwendet hast, kannst du lieber selbst auffüllen. Ich hab 228 Flaschen Benzin. Willst du wirklich nichts haben? Nee, nee, ich brauch nix. Okay. Dann sag Bescheid. Wir zwei Autobatterien. Fuck. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Nee. Du Keck. Magst du nicht zu cheaten? Ich schon. Okay, manchmal vielleicht. Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Du hast ihn überfahren, Alter, das ist Fahrerflucht. Ja.
Ich zeig dich an. Ja, der Obergang ist da. Ich werde dich anzeigen. Alter, ich bin schon fast Level 2, gell? Was vom Auto? Ja, Auto Level fast Level 2. Ich bin jetzt Hälfte. Jesus. Weg von mir. Ich sehe nichts. Oh, ich bin Level up. Alter, wie schnell das einfach ist. Bin auch Level up. Ich werte mal kurz meinen Rang auf. Hä, was ist denn dieses mit Rang ganz hinten noch? Das ist ach, die Vertrauens, stimmt. Vertrauensstufen. Ermöglicht es Ihnen, Ihren Buggy-Teil der Stufe 1 zu bauen. Oh. Ja. Wer sind denn die? Das sind diese Banditenspannen. Hä? Bei mir stand hier ein Zombie in der Sicherheitszone, what the fuck? Hä? Da drüben stand einer von den Leuten und daneben stand ein Zombie einfach. Okay, kommst du? Was war denn nochmal bei diesen... bei diesen Weißen, siehst du das? Vor mir diese weißen Reißzwecken-Dinger da? Was war das? Das waren irgendwelche vermissten Leute oder sowas, Orte, wo wir noch nicht waren, wo wir mal hingehen sollten. Ah, stimmt. Wo man eventuell was finden könnte. Ja, warte. Ich guck grad noch was durch. Sauberes Wasser. What? Ah, hä? What? Hä? Waren die nicht gerade noch nett? Ja, ja, aber du hast du durch den Dialog durchgeskippt oder? Ich hatte gar keinen Dialog, ich bin einfach nur dahin gegangen. What the fuck? Hä? Keine Ahnung. Normalerweise reden die ja mit dir, wollen dich dann abziehen irgendwie. Dein Auto gegen ein bisschen Wasser oder was auch immer. Dann versuchen sie dich da runter zu kicken zu dem Fatty, aber irgendwie. Ich finde dich ein Zombie in der Sicherheitszone. Da oben! Krieg ihn um! Ende Gelände! Hä? What the fuck? Hä? Steht hier bei dir einer? Ja. Hä? Was ist mit dem passiert? Keine Ahnung. Der ist eingefroren. Wir können jetzt nicht gewinnen, gell? Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, eine Flow MP in der Kiste links. Die habe ich nämlich noch nie gehabt. Toll, und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Soll ich das Spiel nochmal beenden? Lass erstmal dorthin gehen, wo wir hingehen sollen. Gucken, ob das vielleicht das Problem abheilt. Ne, es ist unten sein. Ne. Geht nicht? Soll ich beenden? What the fuck? Okay. Hä, was passiert hier? Ich weiß nicht, wollen wir mal beide sterben? Meinst du, da passiert was? Ich meine, wofür willst du sterben? Hier Stacheldraht. Zombies da draußen. Nee, hier Stacheldraht geht starr. Ah, never mind, das ist ein scheiß Stacheldraht. Hier im Feuer. Easy. Ah ja, stimmt. Sie sind tot. Wirklich?
war da oben nicht eine Rennstatue immer? Ein Trophäe? Wo? Hier bei dir drin. Naja. Ach, hier drin? Hier. Lol. In der Kiste oder nicht? Ja. Meinst du, jetzt geht's? Hoffentlich. Oh, zumindest schreit einer. Ah ja, ja, der läuft. War das schon alles? Boah, das war knapp. Ich war fast tot. Hier gibt's Loot. Ja. Das ist jetzt wichtig, wenn der Typ da drin verprügelt wird. Ja. Auto. Ach, sind das nicht diese Auto? Ah ja, stimmt. Ja. Das gab's ja. Ich erinnere mich. Alter, ich hab's Fenster auf, bei mir ist schon eiskalt in der Wohnung, aber irgendwie ist mir immer noch warm. Ich kann's nicht erwarten, dass es wieder ein bisschen wärmer wird. Oh ja. Weil ich mag generell kühler, aber das ist mir ein bisschen zu. Aber merkst du irgendwie, es schneit überhaupt nicht mehr, ne? Sonst war immer, es schneit wenig, aber jetzt schneit's wirklich überhaupt nicht mehr bei uns. Ja. Das ist komisch. Alter Antriebsteil 3. Ich habe ein einziges Mal bei uns, was ein bisschen höher gelegen war, hat es mal 2 Minuten geschneit. Das ist das einzige, was ich gesehen habe. Aber es war auch direkt weg. Also nee, dass irgendwas lag oder so. Ne, es hat schon mal richtig dick Schnee, aber... Dieses Jahr? Halt absolut nicht mehr. Nee, nee. Aha. Nee, ich meine, dieses Jahr habe ich wirklich mal so... Nur 2 Minuten war Schneefall gewesen. Wir waren noch gar nichts. Ja, ich war ein bisschen höher, weißt du, auf dem Berg. Deswegen. Ja. Oh, what? Aber hier bei mir zu Hause war unernüchtert. What? Was ist denn? Ich hab so ein Drehschlüssel-Dings aufgehoben. Wo? Hier auf der grünen Kiste lag das. Lol, bei mir nicht. Da hat das aufgehoben, hat er dran ein bisschen rumgedreht. Ich weiß nicht, was das bringt. Wolltest du nie letztens so einen Drehschlüssel haben für irgendwas? Nee, es ist ja keine Waffe. Das war so ein Item. Das war eins von denen, wo du in eine Richtung drehst und es klackt ein bisschen, damit du es dann in die andere Richtung drehen kannst, um die Schraube festzuziehen. Ist das eine Waffe? Nein. Ich habe eine Animation dafür bekommen, als ich es aufgehoben habe. The fuck? Okay. Das ist definitiv keine Waffe. Das ist komisch. Ich mag Pilze. Du auch? Ich hatte letztens Champignon-Soße mit Schnitzel. Klingt gut. Ich sag letztens, gestern, Alter. Letztens, so 3 Jahre her. Dort oben ist bestimmt irgendwas. Bestimmt, ja. Oh ja, da ist wirklich was. Flagge. Wieso hält er sich bei mir nicht fest? Musste R1 gedrückt halten, während du dich dran ziehst. Okay, ne? Oh. War da drüben auf der Insel auch was? Können wir später hin? Ja, da kommen wir später hin. Bitte sterb, ne? Okay, ich gehe auch nochmal sicher. Besser ist. Ja. So, dann helfen wir mal dem Typ. Nö. Nö. Wir gucken zu, wie er verprügelt wird. Wow. The fuck? Bitte, beschütze mich! Ja, sie schickt mich, oder besser gesagt, Eski. Bist du einer der 3, die sich verirrt haben? Der einzige, der übrig ist. Ich bin Ali. Die anderen wurden dieser Bestie vorgeworfen. Ali, ey. Hör zu, Ali. Das Ding muss zumindest im Ansatz noch funktionieren. Sonst hätten die Banditen kein Wasser. Die Banditen haben Wasser. Aber auf der Farm gibt's keins. Vielleicht können wir es umleiten. Geil. Ah, die Dinger waren gelb. Ich lag richtig. Welche Dinger? Ah, die waren gelb. Stimmt, hast du gesagt. Okay. Daumen drücken. Hoffentlich klappt's. Wenn wir es richtig gemacht haben, sollte in ein paar Minuten wieder Wasser auf der Farm sein. Nope. Vor allem, warum sind die 3 Pumpen hier alle Pumpe 02? Was? Jede Pumpe ist in der Reihe. Warum zum Glück funktioniert das nicht? Oh, Scheiße. Scheiße.
Sie müssen es geschlossen haben. Diese Apparaturen sind steinalt. Wenn die Rohre bersten, sind wir am Arsch. Was ich muss öffne jetzt das passieren? Ventil. Wo ist es? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass es nicht hier ist. Folge der Pipeline und beeil dich bloß. Ah. Geh. Ich suche hier weiter. Geh. Komm bei mir hinten auf den Rücksitz. Wir kommen hier eh wieder her. Scheiße. Ich komm hier raus, oder? Fahr. Kann ich wenigstens auf dem Rücksitz meine Suppe essen? Schwepper zwar alles raus, aber. Oh Scheiße, jetzt habe ich die Suppe in den Rücken gekippt. Ah. Oh. Die war heiß. Was ist das für Roleplay, Alter? Oh fuck. Oh mein Gott. Ah. Hilfe, ich bin nass. Jesus. Was passiert hier? Vergessen, dass man Licht am Auto anmachen kann, wisst ihr da? Hat er das nicht ohne Hupe? Licht, die ich nicht dran kann. Ne? Oder diese Musik dann? Ja, die Musik. Ich glaube, die kriegt man schon bei Level 2 drauf. Ali, ich bin bei einer Art Pumpstation. Wow. Die Pipeline endet hier. Dann such nach dem Hauptventil, Herrgott! Dieser scheiß Alarm hört nicht auf! Hier. Renn! Jawohl, das eine Mal wird Türen wirklich funktionieren. Ich mach die Schränke inzwischen auf. Okay. Bin unter Wasser! Geil! Alter, wie geil, wie das Wasser jetzt auf einmal hochkam. Ah ja, das Stromkabel wird bestimmt funktionieren. Keine Gefahr. Ich krieg's nicht auf. Ja. Ist offen. $86. Oh, hier ist nur eine schwere Kiste. Eine schwere, schwere Kiste? Schwere Schlosskiste. Ich habe auch eine Kiste. Nice, Kaffee im Wasser. Das, der schmeckt bestimmt noch. Hey, trink einfach das Wasser. Passt schon. Direkt aus dem Kaffeebeutel. What the fuck? Was denn? Durch die Leiter durchgesprungen. Ich hab's geschafft. Aber hier war schon alles überflutet. Und jetzt warten wir einfach ab. Ja, es sollte nur noch eine Frage der Zeit sein. Dann ist alles okay? Besser als okay. Ich denke, du hast uns gerade den Arsch gerettet. Geh zurück zur Farm. Ich richte ja sie aus, dass du in Ordnung bist. Für einen Fremden. Was soll das heißen? Das jetzt heißen? Sie haben Teil der Handlung erreicht. Stimmt, jetzt kann man ja die Motorhauben looten und das die Benzindinger. Ja. Hab ich auch schon wieder vergessen. Ungewohnt. Ey, da oben gibt's bestimmt was. Nein. Und? Warte, ganz oben war ich noch nicht. Ja, eine Fahne. Flagge. Batterien. Fantastische Spitzhacke, ja geil. Oha, es wird dunkel. Kann ich bei dir mitfahren? Nö. Ne.
Badam, 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 badam. Oder willst du deinen Buggy noch abholen, bevor es Nacht wird? Wen soll ich abholen? Deinen Buggy noch abholen, bevor es Nacht wird, oder? Oh, nö. Wir holen ihn später. Schlafen hier. Ach, wie steckt man aus? Also. It's night. I have Angst. Shop. Shop. Hallo, Fremder. Wollen Sie etwas kaufen? Verkaufen. Kaufen Medikits. Stimmt. Ich habe die beste Ausrüstung, weit und breit. Das sagt irgendwie jeder. Alter, hier steht Essig wieder. Essig. Keine Ahnung, nein, SG irgendwie weiß ich. Oh, Bolzen kann man ja hier kaufen, stimmt. But why? Benutzt du keine? Wir haben noch keine Armbrust, also nein. Ich kann dir eine machen. Eine nein, stimmt, kann nicht, ich nur nicht, weil die Verbesserung stimmt. Danke, Kyle. Ich schätze, ein Mann mit Todessehnsucht kann für alle, die einfach nur in Frieden leben wollen, eine große Hilfe sein. Ich habe keine Todessehnsucht. Ich kann nur Drecksäcke nicht leiden. Du hast den Leuten hier auf jeden Fall einen Riesengefallen. Gut, dass ich nicht im Spiel bin. Sprich am besten sofort mit meinem Vater. Sicher wird er seine Meinung ändern. Danke, Eski. Ich danke dir. Okay. Okay. Ein Wunder. Das ist ein verdammtes Wunder. Du weißt gar nicht, was du für uns getan hast. Vor allem um die Uhrzeit, Kinder. Dass die Kinder noch im Wasser spielen dürfen, ist klar. Ich glaube, in der Apokalypse ist alles egal. Unsere Brunnen waren seit dem letzten Monat verschmutzt. Die Leute wurden immer kränker. Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht, Fremder. So, nein. Würdest du mir jetzt vielleicht meine Frage beantworten? Bringe euch alle um. Wegen der Medizin? Folge mir bitte. Alter, hier sind noch gesuchten Bilder. Stimmt. Das erinnert mich an den einen Typ am Damm, wo die blutigen Fußspuren sind. Was willst du schon wieder klauen? Hier waren, hast du den gefunden? Ah, Bauplan. Was soll denn das sein? Blebotomisierer. Ja, ist das einfach nur eine Verbesserung? Wait, ich guck schon. Würfe, Blätermomisierer. Ah ja, ist eine Verbesserung bei Blau. In der Mitte ungefähr. Bluten 3. Oh, das ist nicht. Ja, siehe. In Haran geht uns das Antizin aus. Ich würde alles nehmen, was meine Freunde rettet. Wenn ihr etwas habt. Haben wir, Fremder. Unseren Glauben und unsere Gebete an die Mutter. Glaube? Ich will nicht respektlos klingen, aber willst du mir erzählen, dass ihr euch nicht verwandelt, weil ihr betet? Das ist ein Problem. Dir fehlt der Glaube, genau wie den anderen Fremden. Wir glauben an die Mutter und sie beschützt uns. Wir brauchen keinen Antenizin oder wie das heißt. Okay, okay. Gibt's denn eine Möglichkeit, mit dieser Mutter zu sprechen? Antenizin. Sie ist heilig und spricht nur mit den Gesichtslosen. Aber vielleicht könntest du ihre Aufmerksamkeit erregen, indem du unserer Gemeinschaft ein paar Gefallen tust. So wie es aussieht, würde ich alles tun. An was für Gefallen hattest du gedacht? Was muss erledigt werden? Du meinst es wirklich ernst, oder? Okay. Ich kümmere mich hier um die Farm. Und mein Freund Bilal sorgt dafür, dass die Tankstelle in der Nähe der Stadt sicher ist. Sieh dich einfach um. Du wirst mehr Arbeit finden, als ein Mann allein bewältigen kann. Ja, das sagst du. Was wir schon alles gemacht haben. Du hast ja auch bisher nie die Scheune verlassen.
Wait, what the fuck? Is cat tasty? Huh? What? Hier, seltsame Geräusche, das Ding ganz unten rechts. My old lady's been nagging me to post this. Says the other... there's either a cat in heat, what the fuck, or a sick kid again, but, well... Ah, das ist das mit dem Brunnen. Ist Katze so lecker. Hä? Ist Katze tasty. Okay. Ja, eine Katze. Akzeptieren. Was ist hier dann? Hinunter in den Kaninchenbau. We just got wind of a volatile hive from... Alter, was haben die für Handschrift? Das ist schlimmer wie meine, das ist nicht normal. Wie findet man die Leute, die vermisst sind? Da kriegst du dann diese Reißzwecken auf den auf die Karte. Hm. Ist es normal, dass ich gerade hier sitze und ein Glas Marmelade esse? Kommt drauf an, was für dich normal ist. Marmelade essen. Ja, dann bist du normal. Und für dich? Ja, wirklich. Alter, ich brauche auch was zu essen. Bin you gleich wieder. Jo. Ich gehe auch mal kurz auf Toilette.
So, ich wäre wieder da. So, ich wäre wieder da. Alles klar. Ah, ich habe noch schnell meinen Cats Food gegeben. Mhm. Und jetzt sind die versorgt. Okay. So, wo geht's hin? Treffen sich mit Bilal an der Lena, hörst du mich? Lena! Crane? Alles okay bei dir? Okay. Holen wir erst deinen Wagen ab? Sie haben uns Sorgen gemacht. Alles okay, aber dein Patient hat nicht gelogen. Hier gibt's ein paar Leute, so eine Gruppe, deren Mitglieder immun gegen den Virus zu sein scheinen. Immun? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Sie werden von einer Art Schamanin beschützt, die sich Mutter nennt. Sie kommuniziert ausschließlich über ihre Priester. Ich versuche, Kontakt aufzunehmen. Aber die Leute hier trauen keinen Fremden. Versuch's weiter. Aber sei vorsichtig, okay? Wow. Wollen wir uns da mal da drüben umgucken, wo mein Marker ist? Dein was? Ja. Ich hab einen Schattenjäger umgefahren. Das ist nicht normal. Das geht schnell am Anfang. Ja, wieder Level up. Kubica. Oh. Die sind ja schon da. Hier soll angeblich was Interessantes sein. Wahrscheinlich das hier. Fackeln. Militärmunitionspaket. Fackeln. Benzin. Da kommt ein Dings. Mach inzwischen die Kiste auf hier. Help! Wirklich? Ja! Geh ins Wasser. Ja, ins Wasser, wo sie dich anspucken können und one-shotten, Alter. Bin tot. Ich kann gerade nicht, die stehen direkt neben mir. Ja. Okay. Nein, nicht meine EP. Und bin tot. Und ich werde entdeckt. Ich bin also als nächstes tot. Toll, jetzt haben wir unsere beiden Autos verloren. Oder was? Ich wurde entdeckt. Das war's mit dem keine Tode ran. Ich bin auch nicht tot. Ja, aber ich. Sag mal, könnte man Katzenfleisch eigentlich essen? Also ich meine jetzt nicht Fleisch von Katzen, sondern das, was die als Katzenfutter kriegen. Stimmt. Oh, komm mal her, wenn du kannst. Alter, wenn man da Salz reinmacht? Ja, warte, ich komme. Wenn man da Salz reinmacht, schmeckt das bestimmt. Mhm. Hier ist eine Karte mit Militärsausrüstung. Militärsausrüstung? Ja.
Wo? Hier, auf dem kleinen Halster hier. Au. Neue Orte auf der Karte markiert. Das sind die gelben Teile, schätze ich mal. Sag mal, kriegst du die Kiste hier auf? Und ich probier's nochmal, ich hatte es vorhin fast, oder? Okay. Dann haben mich die Schattenjäger gestört. Oh, jetzt habe ich den Punkt schon wieder verloren. Naja, probier du mal. Okay, halt du die Augen offen. Jo. Geil. Alter, ich habe einen Stufe 5. Krass, Alter, ich habe eine Stufe 3 Maximum bekommen. Geil, schon Stufe 5, ich bin fertig. Ja, aber du hast nur einen Teil. Oh ja. Hä, wo macht man den nochmal drauf? Ausrüstung? Vorne am Motor. Ach, hier. Und falls du atmen. Ist nicht. Wir atmen, da kommt irgendwo ein Schattenjäger. Da vorne. Wo das Feuer ist. Okay. Warte, wollen wir hier noch links und rechts? Die sind auch noch so. Ja, ja, ich folge dir dann. Na, lass uns dahin laufen, weil das ist ja gleich hier drüben. Sonst werden wir verfolgt. Ich will mein Auto benutzen. Okay, ich hab... Ist gleich hier drüben. Die drei Schritte gehen ohne Auto. Von wo kriegt man dann die Unterschallmoni her? Hier ist einer links. Okay. Vielleicht können wir die jetzt hier noch kaufen, ich weiß es nicht. Kiste. Ja, fuck, hab mich gesehen. Really? Bin im Haus drin. Hier ist eine Renntrophäe drin. Bin auch im Haus. Ich habe Angst. Ah, hab sie. Aber das ist voll geil, Alter. Weißt du, wenn du so durch dieses Dachloch reinsteigst? Ja. Hä? Dein Charakter gerade so voll so... Ich bin fett, okay. Okay, looten wir erst das Haus und dann draußen. Ich hab nicht damit gerechnet, dass da Zombies unten sind, Alter. Spring auf eins. Ach, ist wieder schön in The Following zu sein. Mal andere Hintergrundsounds. Nehmen wir die ganze Zeit diese selben Geräusche. Ja. Alter, hier steht einer direkt vor der Tür. Ja, ich weiß, lass wieder aus dem Dach raus. Na. Aber erstmal alles hier drum looten, würde ich sagen. Nice. Easy, Forscher. Hä, der steht immer noch hier. Jetzt rennt er weg. Kein Bock abzuhauen. Bleibt einfach. Verbrennt. Genau. Die waren aber nicht sehr gut in die Sachen packen, Alter. Das ist doch alles leer. Crane ernährt sich nur von Schokoriegeln und Burgern. Süßigkeiten, Halbars und so. Ja. Alter, müsste der nicht sterben. Von ungesunden Essen. Wer weiß, vielleicht ist Zombiefleisch gut. Stimmt. Also es schmeckt, so verfaultes Fleisch. Mit genug Salz geht's vielleicht. Salz rettet alles. Die Kiste draußen ist übrigens offen, ich konnte sie nur nie plündern. Ah, okay. Nee, als das erste Mal, wo ich rausgefunden habe, was Salz zu dir machen kann, hatte ich erstmal eine Woche überhaupt keinen Bock mehr auf Salz. Das war echt so. Meinst du wegen Austrocknen oder was? Nee, nicht mal nur deswegen, wegen mehr Blutdruck und alles. Na. Salzvergiftung und was auch immer.
Das ist eine Salzvergiftung. Nicht zu viel Salz. Naja, dann trocknet man doch aus, oder ne? Es ist schlimmer, es macht dein... Weil dann kann dein Herz nicht mehr richtig mitarbeiten. Weil es muss dann mehr Blut machen und Blut pumpen und dann überarbeitet sich dein Körper, mehr Blutdruck, kriegst du einen Herzanfall. Okay, also sollte ich keinen Salzsalat mehr essen? Zumindest nicht mit Salz drauf. Wo war jetzt die Kiste? Steht hier da keine? Hinterm Haus, oder? Wir sind ja vor den Dingern weggerannt zu dem Haus. Hinterm Haus. Aber warum hatten wir jetzt hier ein Ausrufezeichen? Hä, jetzt muss ich die wieder aufmachen, why? Ich hatte die offen. Weiß es nicht. Du, warum haben wir jetzt hier so eine Klammer gehabt? Ich weiß es nicht. Achso. Kiste ist offen. Okay. Vielleicht weil hier irgendwie eine gesuchte Person ist irgendwo. Muss man die Augen offen halten. Oder einfach nur zum Looten oder was? Oder so. Wollte ich genau mal reingucken kurz. Ob hier nicht doch jemand liegt oder so. Naja, hier liegt ein zerteilter Körper. Aber das scheint normal zu sein. Hm. Nicht so aus. Ja, keine Ahnung. Oh, wenn wir dann mal in einem Lager sind, muss ich mal meine ganzen gelben Waffen modden und so. Alter. Oder es kommt aus dem Briefkasten. Okay. Sorry für die Postboten. Okay, Jesus. Meine Nase, gell, das ist nicht normal. So, ich muss mal kurz meine Katze wieder rauslassen. Ich bin schon Level 5 Fahrerstufe. Was? Da rechts ist auch so ein Ausrufezeichen. Ja, ja. Das sind keine Ausrufezeichen, das sind ja diese. Wie nennen wir die? Wir brauchen. Okay, Reißzwecken ab jetzt oder was? Ja. Das sind halt die unbekannten Orte. Die heißen unerforschte Orte. Das sind praktisch. Oh, ich weiß, was hier ist. Kennst du noch dieses Easter Egg mit Ghazi und seiner Mutter, wo World's Best Mom stand? Ja, ja. Und hier findest du jetzt World's Best Dad. Ich hab mal mit einem Kumpel und seiner Freundin hier gezockt und haben uns hier drin über die Nacht versteckt. Kommst du dann hoch? Wenn ich nicht zu blöd werde, dann hochzukommen, ja. Machst du mal die Kisten hier vor mir kaputt, please? Warte. Da ist Ghazis Dad. Ghazi hat ihn vergessen. Ist das ein Bauplan? Ja. Nagler. Oh, lol. I. Nagler, was kann der denn? Nageln. Ja, moin. Hier. Bluten 3. Irgendwie mag das Spiel nur über dem Blut. Na, ich will mal so ein Eismod. Endlich. Ja. Kiste ist offen. Meine auch. Hinten ist noch eine Autokiste. Was? Hier ist noch so eine Autokiste. Oben? Unten drin. Ich hab noch was. Der Turm hier draußen, da ist eine Fahne. Okay. Ja, könnten ja fast sicher gehen, dass da in jedem Turm.
Frage kommt, meinen wir. Ja. And Premium Cigarettes. Alter, hier sind ganz schön viele Zombies. Mhm. Großmutter-Zombie. Ein Babuschka-Zombie. Ey! Headschlag. Thanks. I think I love you! Denk dran, jetzt bringt deine Heilung nichts mehr. Ach, stimmt. Jetzt geht der Kick noch, ha? Na, Mann. Wie das wohl wieder wird, wenn der weg ist? Ah. Wird's noch besser. Alter. Was ist hier mit den nervigen Zombies? Ich habe vorhin irgendein Video gesehen, ein englisches, da stand ungefähr so, wenn der Tag kommt, an dem der Superkick wieder weg ist. Aber das wäre geil, wenn man hier diese fucking Mistgabeln und so benutzen könnte. Ja, Alter, das wäre geil. Mann, ich weiß noch, dass man die Schrauben so oft braucht. Schrauben? Da hab ich mal was gemacht. Diese Motorteile, die gelben, die waren immer am teuersten zu verkaufen. Mhm. Und was ich da gemacht habe, um mir Geld zu holen, habe ich mir da unendlich Materialien praktisch geholt für die Motorteile. Na? Hab mir dann so viele Motorteile gebaut und hab die nicht verkauft. Geil. Guck mal, hier ist ein Keller. Da können wir gleich runter. Das ist hier ja voll die Loot-Farm, Alter. Ja, ja. Was war denn hier oben nochmal? Ich glaube, hier oben im Heu war noch irgendwas. Oh Mann, wie gern würde ich hier oben schlafen, Alter. Jesus. Im Heu? Mhm. Ja, Mann. Und dann würde ich lieber zu so einer Zeit da schlafen, wo Red Dead Redemption spielt. Im Wilden Westen. Hm. Und gibt's da unten was? Ich war noch nicht unten. Oh. Hier ist noch eine Autokiste oben. Okay, ich komm gleich. Ich mach schon mal hier unten die Kisten auf. Okay. Wenn die aufgehen würden. Irgendwie hast du ein Problem mit den sehr schweren, ha? Na, das ist jetzt nur eine schwere hier. Ah, jetzt geht's. Okay. Ne, mit diesen grünen hatte ich immer Probleme. Diese, die du vorhin aufgemacht hast. Nicht die schwarzen oder so, sondern die grünen. Vielleicht gibt's welche, die nur sehr schwer heißen, aber eigentlich noch schwerer sind. Wahrscheinlich. Können ja dann stehen, sehr, sehr schwer. Unknackbar. Genau. $1 Million, wenn du diese Kiste knackst. Hier oben ist noch Loot. Weißt du, eine knacksichere Kiste im Spiel? Ja. Über solche gibt's wirklich. Die haben so Schlüssel, die haben eine Lücke zwischendrin. Zwischen dem Kammer und dem Rücken haben die eine Lücke drin. Heißt, du musst den erst komplett reinstecken, dann rumdrehen und dann ist der erstmal im Schloss drin, der Schlüssel. The fuck? Ah, der liegt bald oben auf den Regalen noch was. Ja, ja. Lol, überall, Alter, wie soll man da rankommen? Crane ist gar nicht so groß. Hä? Hier oben spawnen immer wieder neue Sachen, what the fuck? Hä? Bei mir sind gerade zweimal neue Sachen gespawnt. Hä? Schon wieder was gespawnt? Da lagen einfach nur drei Sachen ineinander. Why?
Lost Games sehr gut gemacht ist. Oh, das Mull ist regespawnt. Okay, vielleicht spawnen doch Sachen neu. Hilfe, das Loch ist weg, wir kommen nicht mehr raus. Hä, bist du blöd? Oh. Ich hab nichts gesagt. What the fuck? So. Lol, ich könnte meine gelbe Waffe jetzt zweimal reparieren und es steht immer noch zweimal reparieren da. Ja. Das ist normal. Es gibt nämlich einen Skill, wo dabei steht, beim Reparieren gibt es eine Chance, dass du immer noch das Reparier-Dings nicht weggeht. Ja, der Kopf geht gar nicht kaputt. Ah. Das muss man sagen. Okay, kommst du hier hoch zur Autokiste? Wo geht das? Ach, hier. Ah. Mein scheiß Wurfhaken, gell? Cray, yeah, you see. Ich liebe den Wurfhaken. Der Wurfhaken ist wie mein Kind hier in dem Spiel. Das ist sehr traurig. Oh, hier hinten sind noch mehr Sachen, Alter. What the fuck? Ja. Ist ja noch mehr Loot als im normalen Spiel. Ja, die müssen ja hier auch die ganzen Metallteile, Schrauben und so einen Scheiß reinmachen für die Autos. Deswegen ja. Klar, ein bisschen mehr Loot. Aber leider immer noch nie weniger Waffen. Das ist echt so. Das nervt mich am meisten. Dass die alle so scheiße sind noch dazu. Ja. Ich würde mir sogar wünschen, dass man noch ein bisschen weniger Geld kriegt in den Game. Man kriegt ja auch so viel Geld, das ist dasselbe wie Monster Hunter. Irgendwann weißt du gar nicht mehr, wofür du das ausgeben sollst. Ja, 936.000, was soll ich damit? Na. Ich hab jetzt, glaube ich, 500.000 oder so. Warum hab ich so viel mehr wie du, the fuck? Ich hab keine Ahnung, wie du das machst. Das ist irgendwie. Irgendwie ist das ein Gesetz, ein physikalisches Gesetz, dass du immer mehr hast als ich. Vor allem am Anfang habe ich dich ja immer gefragt, ob ich Geld krieg und so ein Scheiß. Und was ist jetzt los? Keine Ahnung. Marcel, krieg ich Alter, ich brauch Geld, hier ist was Geiles im Shop. Und jetzt, Alter, geh weg, Alter. Ich kauf den ganzen Shop. Ja, du bist Millionär geworden. Nee, ich hab nur 900.000. Naja, fast. Bald bist fast du Millionär. Warst du schon hier im Haus? Also bist hier. Bin mit dir im Haus. Warst du hier schon im Haus? Ich glaube, oben ist wieder so eine Rennfigur gewesen. Vielleicht, ja. Ach ja. Hier in der Nähe ist dieser große Spucker. Oh, warte. Das Event beenden kannst. Hank 75, wie man das Event, welches meinst du, dieses Community-Event wahrscheinlich? Ne, ich weiß immer noch nie, welche Zombies man dafür töten muss. Weißt du das? Nö. Nee. Wofür das zählt? Ne, das habe ich auch keine Ahnung. Das ist eventuell einfach nur ein bisschen verbuggt. Warte mal. Oh. Hast du die Rennfigur? Warte, die hol ich mir schnell an der Hausstelle. Okay. Gleich wieder. Jo. Ne, also Hank, das kann ich dir leider auch nie sagen. Das fragen wir uns auch. Das ist, ja, wir spielen halt einfach und das wird halt immer mehr, aber keine Ahnung. Wir haben auch gar nicht drauf geachtet, bei wo das jetzt passiert oder welche Zombies man da killen muss. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall in der Altstadt haben wir viel gekriegt. Irgendwie. Also da ist das relativ höher dann gegangen. Und ansonsten wüsste ich jetzt aber eigentlich, ne. Also welchen Zombie-Typ oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, bin dann da. Was mit Genickbruch? Ach so. Hat gerade einer geschrieben, dieses Event ist mit Genickbruch. Ja, ich sehe es. Ich bin auch wieder im Chat. Ah, okay. Ja, das würde Sinn machen. Alter, dann brechen wir noch ein paar Genicke. Nennt man das so? Genicke? Genicks. Genicks? Genicke, oder? Genicks? Genick? Keine Ahnung. Mehrere Genick. Mann, warum ist Deutsch so scheiße? Keine Ahnung. Aber es gibt Sprachen, die sind noch beschissener. Wie zum Beispiel? Tschechisch. Die haben alleine, es gibt doch verschiedene Fälle im Deutschen, ne? Mhm. Und ich glaube, die haben 18 Fälle.
Oh mein Gott. Ja, das ist total, das ist noch komplizierter im Tschechischen. Aber Deutsch kommt dann schon relativ danach. Ja, aber wir brauchen heute schon drei Könige. Drei Königsmals. Vor allem, wir haben ja irgendwie, was, 200 Könige? Ja, ich habe ja auch noch... Ich habe, glaube ich, noch 60 oder so. Das reicht, so viel werden wir gar nicht brauchen. Wenn das Event vorbei ist, gibt es für das Community-Event gibt's dann eine Waffe, aber ich weiß nicht, ob die gut sein wird. Wir können es ja einfach mal machen. Sind ja nicht mehr viele. Das Community-Event ist schon längst vorbei. Also, das ist schon beendet. Bei mir zählt das noch. Ja, klar, es läuft noch, aber es ist abgeschlossen. Weil es waren ja, das Ziel waren 10 Millionen oder 100 Millionen. Mhm. Und wir haben 20 Millionen oder 200 Millionen. War zu voll, mir die Zahl wirklich anzukommen. Hä, und dann kriegen alle eine Waffe oder nur die, die ihr Ziel abgeschlossen haben? Ne, alle. Das ist ein Community-Event, da hat jeder Kill mitgezählt, der für die Punkte zählt halt. Sehr geil. So, zurück zum Auto. Ja. Hauptsache, du hast dir deine Beine gebrochen. Dreimal König-Mod gibt's dann. Habe ich vorhin schon gesagt. Achso. Ja, aber was denn? Ist geil, wenn ich im Chat bin, bin ich schneller im Chat wie du, Alter. So, okay. Gehen wir jetzt zu dem Mechaniker? Klar, gehen wir nach Bilal. Fuck, ich bin aus Versehen eingestiegen. Okay. Fuck. Jesus. Ja, auch eine Trophäe, wenn man, ich glaube, 100 Krähen scheuchen. Ja. Okay. Oh, fuck, die Vogel scheuchen. Ist geil, wie ich mit meinen Zusätzen einfach wieder lernen muss, man Deutsch unterstellt. Wie war's? Wie ich in manchen Sätzen der lernen müsste, man Deutsch spricht. Da sage ich ein Wort dreimal hintereinander falsch und irgendwann so, oh ja, das war ja das da. Oh mein Gott, ich hab ein Problem. War das dieser Typ in der anderen Sicherheitszone? Ja. Das war der Typ an der Tankstelle. Ah ja, stimmt. Ich hab vergessen, dass diese Chips, die hier ab und zu auf der Straße sind, wie Bananenschalen. Wow! Ja, ich meine, ich nehme nie Fackeln mit, weil ich brauche den Platz nicht einfach. Aber ja, Fackeln sind schon. Ja, warum nur Kompostpistole? Das ist so AIDS. Warum sage ich Kompost? Alter, Kompostpistole. Das wäre geil. Was bin ich denn für einer, ey? Kompostpistole, Alter. Wer kennt sie nicht? Alter, ich hab ne goldene Mücke. Ist der Shop oben? Ja, Shop ist oben. Shop. Oh ja, und hier sind ja noch eine Renntrophäe. Verkaufen. Machete.
Entwurfentlader. Und? Hast du dich entschieden? Schrauben. Vor allem, wer geht hin und kauft eine Schraube? Vor allem, wer geht hin und verkauft eine Schraube? Ja, Mann. Komm. Was? Ihr rennt auf her. Was machst du? Hier links. Geil. Und dann hier Entwurf. Entlader. Ich will eine Eismod! Eismod! Ah! I need it so hard. Dieses Kind. Klopfen wir? Nö. Treten die Tür auf. FBI! Entschuldigung, gehört dir der Laden hier? Nein! Hey, Nuri, alles in Ordnung. Hier bitte. Ich bin Bilal, das ist mein Bruder, Nuri. Kyle Crane. Freut mich, dass, oh, sorry. Was kann ich für dich tun, Kyle? Ich habe gehört, dass die Einheimischen hier und da Hilfe gebrauchen könnten. Ja, Sia hat gesagt, dass du kommen würdest. Ich habe schon viel von dir gehört. Sieh mal, ich versuche nur, den Leuten in der Stadt zu helfen. Du hilfst den Infizierten. Mir musst du das nicht erklären. Ich verstehe das. Mein Bruder wurde vor 2 Monaten gebissen. Vor 2 Monaten? Und er hat sich nicht verwandelt? Ich konnte es auch nicht glauben, aber er ist immer noch der, der er immer war, im Gegensatz zu diesem Wrack. Schau nur mal auf die Pinnwand davor. Ja, sie hat nicht gelogen. Wir brauchen jede Menge Hilfe. Ich muss gestehen, ich bin neidisch auf deinen Wagen. Hab schon lange kein funktionierendes Auto mehr gesehen. Vorschlag, wenn du ihn von Zeit zu Zeit herbringst und mich einen Blick drauf werfen lässt, werde ich ihn etwas tunen und noch ein bisschen pimpen. Was? Der ist ein Mechaniker und hat Motoren. Warum baut er sich nicht einfach? Na, das geht nicht. Wenn du frei sein willst, solltest du gut drauf aufpassen. Ich bin kein Mechaniker. Ja. Dann ist es gut, dass wir miteinander reden. Ich hab da was für dich. Es wird eine lange Fahrt, aber ich verwette meine linke Hand, dass es sich lohnt. Auf einem Highway steht ein verlassener Silas Truck. Check ihn kurz durch und wenn du nützliche Ersatzteile findest, bringst du sie mir. Oh, da hat eine Belohnung, Alter. Ich erinnere mich, die haben immer so viel Scheiß dabei, oh Gott. Auch eine Lackierung. Grüne Lackierung, gelbe Lackierung, noch eine Lackierung. Oh, hier, Wackelpuppe Bilal. Oh, nice. Warum hat er eine eigene Wackelpuppe von sich? Sammelst du die ein? Ja. Okay. Der Fall? Scheiße. Der Strom muss weg sein. Wir arbeiten an dem Problem. Willst du uns dabei helfen? Nein. Da, guck mal, siehst du, was da muss ich machen? Bring zuerst diese Sicherung zu Ali. Er ist am Kraftwerk. Ohne sie kann er nichts machen. Sobald er die Sicherung hat, kriegen wir wieder Strom. Das heißt, wenn er vorher keinen Gewischt kriegt. Er meint ja, Sicherheitsmaßnahmen seien was für Weicheier. Ich hab mal gesehen, wie ein Typ versucht hat, eine kaputte Glühbirne mit einem Schraubenzieher aus der Fassung zu brechen, während der Strom an war. Ja, klingt nach Ali. Er meint es aber gut. Also, hör mir zu. Klingt nach meinem Opa. 2 Dinge stehen auf deinem Plan. Nummer 1. Wie gesagt, bring ihm die Sicherung. Nummer 2. Wir brauchen eine funktionierende Isolierung, sonst knallt die Sicherung durch. Da muss man dann wieder hochklettern auf die Strommasten, ne? Nein, die alten halten noch. Aber ich bezweifle das. Okay. Da, das Ding, was der in der Hand hatte, das habe ich vorhin aufgehoben und nicht dran rumgespielt. Und wo kriegt man die her?
Wie schon gesagt, ich weiß nicht, was das bringt. Ich hab's nur aufgehoben, hab damit rumgespielt und jetzt ist es weg. Okay. Kann ich meine Waffen kurz machen? Nö. I need weapons. Was bringen Landminen? Kann man die einfach schmeißen, oder? Ja, aber nie fürs Auto? Ja, aber ich kann die auch einfach schmeißen anscheinend. Okay. Ich habe das ja nur nicht freigeschaltet, dass ich Landminen werfen kann. Möchtest du Thaïrs Waffe haben? Nein. Nein? Nö. Okay, warte, dann mache ich kurz mal meine Dinger. Weil bald brauche ich neue Waffen. So, jetzt muss ich gucken, mit welchen Entwürfen ich hier... Ach so. Na, warte mal, wir suchen mal... Weil ich wollte ja eigentlich auf einen Eismod drauf machen. Dann müssen wir mal noch gucken, ob wir einen finden. Nö. Nö. Okay, gehen wir rum. Warte, geht da los. Willst du auch eine goldene Mücke? Was will ich? Eine goldene Mücke. Was soll denn das sein? Diese MP. Oh ja. Ja? Okay. Bitte. Mach 10.000. Willst du haben? Ich hab's gerade für 10.000 gekauft, aber ich brauch's nicht, warte. Geil. Kriegt man denn sowas her? Im Shop. Warum hab ich keine? Im Shop. Guck mal, mein Buggy. Er ist jetzt blau. Gehen wir drüben? Klar. Vielleicht gibt's hier einen Eismod, denn das ist die Hausnummer 20. Hier ist ein Fenster offen. Ich hab's da. Ich bin drin. Du bist gemein. Ich bin schlau. Und ein Arschloch. Genau. Boah, der stimmt mir einfach zu. Ist das jetzt gut oder schlecht? Beides. Nice. Hast du was Tolles gefunden? Noch nicht, ne. Was überaus wertvolles? Cash.
Cash und Kisten. Vielleicht ist da was Gutes zu verkaufen drin, aber nichts wirklich Krasses. Dietriche, Alter. Okay, musst du hochkommen. Dietriche habe ich bis jetzt nur so wenig. Ja, ja. Vor allem nach dieser Gefängnismission haben wir überhaupt keine. Na, Alter, Leute, wisst ihr, wo man Dietriche herkriegt? Hier gibt's kaum welche im Spiel. Frage ich mich, wie viele ich habe. Warte mal. Ich habe nur 200. Ich habe 122. Ja, geht. Ich habe mehr. Ja, ich habe mir auch keine gebastelt. Jetzt habe ich 123. Was willst du jetzt? Okay, scheiße. Jetzt kommst du schon close, Alter. Ich langsam Angst. Aber Alter, mal was du nimm erst. Das ist ja krass. Ja, ich wette, ich hab vieles nicht mehr wie du. Meinst du? Benzin zum Beispiel? Ja, Benzin. Einige. Ich wette, es gibt einiges. Ich weiß es nicht, aber ich wette. Weil ich sammle nicht so viel wie du. Oh! Hank hat gesagt, wir können die herstellen. Das geht? Krass, Alter! Das wusste ich gar nicht. Das ist Spaß. Oh, ich hab noch einen Dietrich. Geil! Oh, diese... Ah, komm mal her! Komm mal her, ich wette, das hast du vergessen. Guck mal, geh mal an die Maske dort an der Wand. Ja, ja. Stimmt, die konnte man einsammeln. Hätte ich fast vergessen. Ah, was ist das für eine Vase? The fuck? Okay. Ich habe einen Zombie durch die Wand getroffen. Jetzt kommen alle Zombies, nur weil du die Vase erschossen hast. Die ist immer noch nicht kaputt, by the way. Ach ja, meine Lieblingsbeschäftigung, Schloss knacken. Irgendwie habe ich die Tage jetzt nochmal Bock auf Monster Hunter. Wir könnten mal einen ganzen Tag in den Leitlanden verbringen. Ich hätte irgendwie Bock. Okay. Noch meine Arena-Quests fertig machen und dann in den Leitlanden abhängen. Ich habe jetzt noch 3 Tage voller Bock auf Zocken. So, wir können gehen. Hier ist noch ein Haus nebenan. Okay. Und da ist eine ganze Stadt nebenan, aber... Nein, in die Stadt gehen wir erst später, wenn wir dann dort Quests haben. Ja, ja. In die große Stadt, weil das wäre jetzt too much für den Anfang. Wär's nicht wirklich, aber... Also können wir nacheinander, weißt du, so, das ist so eine andere Area irgendwie. Dass wir erstmal nur die kleinen Häuser so looten, die wir unterwegs sehen, und die Stadt nehmen wir uns dann vor. Mhm. Bist du schon im Haus? Nee, wir spielen einfach nur das DLC vom normalen Dying Light. Chaos Dragon ist wieder da. Ach so, ach, das meintest du vorhin. Hä? Aber hast du nie vorhin gefragt, ob das schon, wann das rauskommt? Also, wenn du meintest, wann das Spiel rauskommt, The Following ist, glaube ich, schon, wie viel, 3-4 Jahre jetzt draußen? Eine ganze Weile, ja. Außer du meintest, wann das auf meinem Kanal rauskommt, dann jetzt. Heute ist die erste Folge von The Following. Und übrigens nochmal an alle, ihr könnt auf YouTube bei mir alle Folgen, wenn ihr nochmal alte Folgen sehen wollt und so, es kommt wirklich alles auf YouTube bei mir. Ihr könnt nochmal komplett von vorne gucken. Dying Light zum Beispiel habe ich jetzt schon das gesamte, praktisch Teil 1. Und der DLC fängt ja jetzt erst an. Aber den Rest habe ich alles hochgeladen.
Meinst du, die würden irgendwann aufgeben, wenn wir uns hier drin ruhig verhalten? Ja. Vielleicht, maybe, keine Ahnung. Ich bin kein Zombie, ich kann es dir nicht sagen. Würdest du als Zombie irgendwann aufgeben? Ah, ist eine Renntrophäe. Oh, man kann hier hoch. Hast du die aufgehoben? Nee. Nee, nicht oben. Ach so, warte, ich komm gleich. Du hast immer Kartenprobleme, ey. Dort neben der Lampe. Ah. Oh. Sehr gut, Alter. Manche, die du nie siehst, finde ich, und andersrum. Es passt. Hilft, wenn man vier Augen hat. Ist echt so. Ich meine, manche nennen uns seltsam, dass wir vier Augen haben, aber... Sass, hi, was geht? Okay, gehen wir wieder raus in die kalte, raue Welt. Ashisi! Wow, Geldautomat hat $16. Krass. Nice. LOL. Wow. Can you heal me? Wait for me. Warte, ich guck mal auf die Questtafel. Machen wir das? Kills is Silas Truck auf dem Highway, okay. Hey, will hier niemand handeln? In ein paar Minuten packe ich meinen Kram zusammen schon. Und dann bin ich weg. Also Beeilung, Leute! Ja, erst mit dem Shop seine Kiste kaputt machen. Nein, GRE-Paket gestohlen. Wow, nur Scheiße drin. Wow! Spritzrakete schon geflippt. Bin in dein Auto gefahren. Ja, das wird teuer. Ich bin versichert. Ja, und? Meine Versicherung zahlt das. Trotzdem teuer. Nur macht nix. Sie sind aus der Stadt? Verrosteter Schnellschüsser. Brauchst du einen? Einen Schnellschüsser? Ja. Oh, den gebe ich dir. Ich hab schon einen. Ja. Gerade sagt er noch, sei gegrüßt, Fremder, und jetzt Kel Crane kommt persönlich in meinen Laden. Jetzt kennt er dich ja. Eben warst du fremd, jetzt kennt er dich. Jetzt, wo du denn die Knarre fallen lassen hast. Ach so, ne, du bist ein Fremder und er kennt mich? So rum. Ja. Wow. Wow. Ich war ins selbe. Das ist ein GRE-Paket. Vor allem, was haben die denn aber dann mit dem Antizin gemacht? Wenn die es nie gebraucht haben.
und gedacht, was zu trinken. Ich glaube, den ihr Gas ist mit Antizin. Die verdampfen einfach nur das Antizin und das ist der Nebel. Stimmt, das kann sein. Wollen wir den Sprung probieren? Oh, geschafft. Okay. Oh, really? Oh. Oh mein Gott, das war knapp. Easy, alles berechnet. Sind ihr böse? Nee. Schön, alles gut. Smarty. Du weißt schon, dass da oben auch eine Flagge ist? Ne, da müssen wir ja gleich hin, um diese Dinger zu holen. Stimmt. Kann man hier rein? Ne. Hier rein. Warte. Oh shit, sorry, ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Was du nicht sagst, du mieser kleiner Dieb. Beruhig dich, es ist nicht, was du denkst. Ich war nur auf der Suche nach Ersatzteilen für meinen Wagen. Ich wollte nichts stehlen. Gibt der uns was? Wenn du Ersatzteile brauchst, kannst du gerne welche kaufen. Jacob Graves ist mein Name. Kyle Crane. Angenehm, Kyle Crane. Und jetzt hör zu. Kyle. Die Ersatzteile gehören mir. Wenn du welche willst, verkaufe ich dir welche. Aber für Lau gibt's hier nichts. Ah, verstanden. Vor allem, der ist so angemault davon. Macht doch Sinn. Ich habe alles gekauft. Ja, außer die Autoteile, die brauche ich eine Schaffe schon blauer. Ja. Ja, stimmt, wir haben jetzt eine Sicherheitszone. Ich guck gerade, was hier in dem Anhänger ist. Kann ich meine MP da reinmachen? Oh, Wackelpuppe Yassir. Ah, du wusstest, hier war eben was. So, meine MP ist da drin. Ist das das mit dem Strom? Ist das der Strommast? Ja. Siehst du, die gefallen mir, weil man hier seinen Wurfhaken nicht nonstop benutzen kann. Du Lappen. Nein. Wo ist die Flagge? Ganz oben? Ich sehe keine. Echt nicht? Nee. Hä, kannst du mal verraten, wo es weitergeht? Meine ich ja, du bist verloren ohne deinen Wurfhaken. Nein, bin ich nicht. Nein, doch! Shit. Du bist ziemlich verloren. Tatsächlich keine. Boah. Okay.
wenigstens angenommen, oder was? Okay. Was machen wir jetzt? Zu Ali schnell gehen. Aber warte, bis ich im Auto sitze. Nö. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber... falsch. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Aber wenn ich so weitermache, schrott ich gleich in den Auto. Wo müssen wir hin? Zum Stromwerk. Wir sind gefangen in einem Haus in der Nähe des Flusses. Alter, wie weit ist das denn weg? Steht bin, doch oben links. Ich bin hier völlig falsch. Ich sitze hier mit meinen beiden Kindern fest. Ich bin da niemand. Bitte, oh mein Hilfe. Gott, hier kann man nicht durch. Oh, wie behindert, Alter. Meine beiden Kinder und ich sitzen hier fest. Allein werden wir nicht überleben. Wir sind in Gefahr! So, hilf uns doch jemand! Wow. Der Typ schreit mich an, was er dann fährt. Ich hab doch keine Zeit, Mensch. Wir müssen dann den Berg gewinnen. Ich hab vergessen, dass ich es nicht mochte, mit den Autos zu fahren. What? You never play tubers. Irgendwie traurig, dass der gerade eine YouTube-Pause macht. Oh ja. Ich gucke nicht so oft, aber ab und zu mal. Gibt's halt nichts Neues. Warum müssen wir jetzt an den Arsch der Welt? Weil wir dem Typ die Stromabisolierung bringen müssen. Ja, ich hab die Trophäe. Danke. Den Rest kannst du gewinnen, wenn du Bock hast. Ich hab die Trophäe aber auch. Spiele von Haran? What the fuck? Okay. Ah, da hast du die Lucky 7 noch nicht, okay. Ah ja, stimmt ja, es war gewinne 7 Dinger und krieg eine Trophäe und spiele 10 Dinger und krieg eine Trophäe. Hey, hey, du da! Du hast die Teilnahme-Trophäe, ich schwöre. Genau was ich meine, ich kann gar nicht mehr. Aber wartest du auf mich? Ja, ja, ich bin ja hier nur hier. Ich mache hier Kisten auf und alles, ich warte. Plus ich hab noch Pizza zu essen. Um ehrlich zu sein, hab ich auch nicht gedacht, dass es so weit war, aber... Das ist voll nervig, warum schickt man einen direkt... Am Anfang über die gesamte Map. Damit man sich die Map mal anschauen kann. Ich finde das okay. Was krieg ich denn dauernd für Nachrichten? Du hast einfach kein Glück, wenn du streamst, gell? Na.
hast du dort alle Kästen gelootet? Ja. Aber eine Autokiste hinter dem einen Auto. Hier rechts. Oh. Okay. Ah ja, der Namenlose ist hier auch schon. Sehr gesichtsinteressant. Warum hat er sich nervig gesagt? Also da drüben versuchen wir nicht drauf zu gehen. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut, Mutter ist Leben. Was geht hier ab? Na, wenn das nicht Kyle Crane ist. Schön, dich zu sehen. Und das hier? Das ist der Segen der Mutter. Er ist einer der Gesichtslosen. Sehr gut, ich muss ihn was fragen. Wage nicht, ihn zu stören. Es sind seine Gebete, die uns schützen. Verstehst du das nicht? Oh nee, der okay, Nebel. Okay. Ich lass ihn in Ruhe. Aber ich hab was für dich. Mit Grüßen von Bilal. Dieser Bastard. Das war's dann schon? Du kriegst den Strom wieder zum Laufen? Oder brauchst du noch was? Naja, da du schon fragst. Als dieses uralte Stück Scheiße die Grätsche machte, hat es wohl auch den Hauptschalter erwischt. Er muss resettet werden. Wo ist er? Im Damm. Und ich bin hier so gut wie fertig. Eieieiei. Eieieiei. Aber du, es gibt schon wieder keine Munition zu kaufen, ne? Ja, weil wir wieder auch schwer sind. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Wollen wir das umstellen? Mutter wird uns helfen. Weil mir geht's halt um die Munition und so mehr kann man mal rumballern. Ja, da muss man sich auch nicht die ganze Zeit auf den anderen verlassen, sich zu heilen. Ja. Mir ist es egal. Ich hab da keinen Stress. Okay. Weil auch schwer, mein Hauptding, wenn ich sterbe, ist halt, dass ich meine EP verliere für meine Legenden. Das sieht halt den normalen, ich hab nichts, aber. Der bemüht sich immer mehr zu beten. Weil wir hier alles zunichte machen. Ja, der hört sich so richtig nervös an, als ob er selber keinen Glauben hätte. Ja. Ist der neu bei den Gesichtslosen oder was ist denn los? Das ist ein Lehrling. Halt's mich mal. Bevor ich drauf gehe. Warte. Das ist ein gesichtsloser Lehrling. Das ist ein gehirnloser Lehrling. The fuck? Ja. Das liegt auf dem Boden. Ah. Alter. Ist dir gerade mein Kugeln ausgewichen? Excuse me? Heil mich. Allah. Okay. So, warte mal. Dann mache ich das jetzt so. Dann mache ich auch mal kurz den Stream aus, weil dann würde ich mir nämlich noch schnell was holen. Ach so, ja. Dann machen wir einfach gleich noch ein Part. Leute, ich mache jetzt den Stream aus, mache aber gleich wieder an in 5 Minuten. Also ich stream gleich weiter. Und für alle auf YouTube, bis zur nächsten Folge. Ciao. Das ist keiner da, aber ciao. Ich sag's dir trotzdem.